Im heutigen Video stelle ich euch drei wirklich spannende, aber auch unterhaltsame Super Smash Bros. Fangames vor, die ihr definitiv lieben werdet. Seht zu, wie ich mit Crash Bandicoot TNT-Kisten auf meine Feinde werfe und schaut euch unbedingt meine sicken Moves mit Ruffy an und vieles mehr. Liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und let's go! Das erste Spiel in dieser Liste, Super Smash Bros. Crusade, ist das ultimative Super Smash Bros. Fangame. Ist zwar nur eine Demo, aber egal. Man konnte trotzdem bei der Demo so einiges spielen. Boah, ist das laut. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Yo, Solo? Online? Options. Ich stelle erstmal die Steuerung ein. Perfekt. Alles eingestellt. So, dann gucken wir uns das mal nun an. Let's go, dann Crusade. Gucken wir uns das mal an. Was kann das nur sein? Main-Menü. Oh mein Gott! Guckt euch mal diese Auswahl an. What the fuck? Wer ist denn alles dabei? Goomba, Porky, Sonic, Tails, Knuckles, Shadow, Crash Bandicoot, Rayman. What the fuck? Agumon? Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Wem soll ich denn nehmen? Ja, ganz ehrlich, ich nehme Crash Bandicoot. Yeah, let's go. Es wird Crash. Wer zur Hölle ist Ashley? Ich nehme Ashley als Gegner. Let's go. Battlefield? Final Destination? Training Room? Okay, dann nehmen wir mal, ja, let's go. Hier die Final Destination Map. Oh, let's go. Was kann Crash alles? Oh, Ashley. Lass das, Ashley. Ah, das hier kann ich. Nein, Crash, was machst du da? Geht doch, endlich. Ashley, lass mich in Ruhe, Ashley. Lass mich in Ruhe, Ashley. Nein. Ah, verdammt. Ole. Ah, mit Down B kann ich Dinge jetzt hier. Raketen abfeuern. Hier, schmecke meine TNT-Box. Olle! Oh mein Gott, habt ihr diesen Skill gesehen? Oh mein Gott, war ich krank. Nimm das und das und das und das und das und das. Wenigstens ein Leben will ich Ashley abziehen. Wenigstens ein... Oh, das tut weh, Ashley, ich weiß. So macht das doch Spaß. Die ganze Zeit nur auf B drücken. Was war das denn? Wie kann ich jetzt meine Spezialattacke machen? Ah, jetzt bin ich unverwundbar. Sie auch. Tja. Hä? Ich war doch unverwundbar. Achso, sie ist gestorben. Jetzt bin ich wieder verwundbar. Oh, Headshot! Aus welchem Spiel kommt überhaupt Ashley? Ah, Mann. Nein, was war dieser Stern? Nein, Ashley! Nein! Nein! Okay, Crash, du warst gut, aber Ashley war stärker. Scarabon? What the fuck, der ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ein stinknormales Pokémon aus der zweiten Generation. Okay, ja, keine Ahnung. Wer ist denn noch stark? Ja, Son Goku? Ja, ich habe jetzt Angst, dass Son Goku ein bisschen OP ist. Wer ist Rista? Wer zur Hölle ist das denn? Okay, nimm das! Und, hallo? Son Goku, kannst du auch kämpfen? Hallo, hallo? Au! Au, 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 au. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Und das, Olle, und... Oh nein, nein! Aber mein Gott, wie sind denn die KIs eingestellt? Man hat hier gar keine Chance gegen die. Bam! Drei Actionknöpfe. Final Smash. Nein, komm mir nicht an damit. What the fuck? Ach du Scheiße. Ich kann mich teleportieren auf jeden Fall, sehe ich gerade. So, okay, was kann Son Goku eigentlich noch? Oh! Oho! Er hat Ulti, verpiss dich mit deiner... Ich auch aber. Oh mein Gott, ja, geil, was mache ich gerade mit die Mehrfach-Kombo, geil. Oh, nimm ihn, hops, und jetzt. Jo, olle, geil, Alter, ist das ein verdammt geiler. Ja, ich hab gewonnen, geil. Chala, hey, Chala. Solo, was ist Solo? Classic, Training, Stadium, Multiman Cruise. Okay, was ist Break the Targets? Smash all the Targets. Ah, okay, ich soll alle Gegner smashen? Ich nehme mal Vegeta. Ja, das passt doch. So, ah, okay, dieses Ziel. Ah, okay. Let's go. So, ja, perfekt. Okay, gut. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Wer ist Wiggy aber? Ach du Scheiße, dieser Meme Luigi. Ach du Scheiße, ist das ein schlechter Spiel? Ah, okay, das kann er also. Okay. Was? Achso, so komme ich hoch. Okay, ja. Was? Ja. The platform. Jump on the platform. Ah, ein Jump and Run. Okay, alles klar, perfekt. Gut, ey. Wer ist das denn jetzt? So, ja. So springt der Dude also hoch. Hier bin ich. So bin ich ein Schutzschild? What the fuck? Ah, okay. Ja, nice. Geschafft. Was ist jetzt Multiman Crusade? Fight a never-ending Horde of Sprites. Okay, schauen wir uns das mal an. 10 Mann. Shantae. Okay. Ne, die sagt mir was. Okay, schauen wir uns mal an, wie Shantae kämpft. Körper.
Hoppa. Ach du. Ich bin ein Affe? Ich bin ein Elefant? Ich hab das hier? So, komm. Okay, was haben wir noch? So, Shantae ist stark. Bitte sei kein. Oh! Okay, was bin ich jetzt? Olle, nimm das! Als Affe auch noch. Bam! Yeah! Also dieses Spiel hat mir wirklich sehr gefallen, Alter. Danke nochmal, Sujuk. Und ja, wir schauen uns mal das nächste Super Smash Bros. Fangame an. So, das nächste Fanspiel, was mir gesendet wurde, heißt Super Smash Flash Project B. Ach du Scheiße. Noch abstrakter kann dieser Name nicht mehr sein, oder? Okay, was haben wir denn so Schönes hier? Das kann man mit der Maus spielen. Ganz normal mit der Maus steuern. Okay, perfekt. 8-Player Smash versus Special Versus. Schauen wir uns mal an bei Versus. Hier haben wir auch Rayman. Inuyasha. Oh mein Gott, das ist Inuyasha. Inuyasha. Oh Gott, ich kann seinen Namen nicht mehr aussprechen. Luffy. Oh mein Gott, geil. Dann gegen Ruffy. Die Map kennt man. Sonst irgendeine Map, die ganz neu ist. Hidden Leaf Village. Aus Naruto, oh cool. Den nehme ich. Okay, warum will er nicht angreifen? So kann ich ihn grabben. Und jetzt... Oh, bam! Ich wollte einen ganz normalen Kampf. Warum macht die KI nichts? Ich muss das ganze Spiel. Ich muss jetzt den ganzen Kampf beenden, bis ich wieder zurück kann. Muss Ruffy nicht auch kämpfen? Ach so! Player 2. Ich muss nur auf CPU einstellen. Ja, jetzt! Jetzt kann ich gegen den echten Luffy kämpfen. Bam! Nimm das, Luffy! Nimm das! Bam! Yo, Inuyasha macht dich fertig! Kann ich noch irgendwelche Kombi an. Oh, das kann ich auch machen. Hoppa, olle, olle. Nimm das, oh. Nimm das, Luffy. Und das, und das. Bam. Oh, ein Baseballschläger. Na, ich wusste doch, er nimmt den Baseballschläger. Aber ich habe mein Schwert. Und den Baseballschläger habe ich auch. In Russia mit Baseballschläger. Das sieht man auch nur hier. Time. Schade, ich konnte die Ultimate-Kugel leider nicht aktivieren. Leider, leider. Okay, das war geil. So, wem könnte man dann noch nehmen, den ich nicht hatte? Naruto. Ja, lass mal Naruto nehmen. Ichigo. Wer auch immer Ichigo ist. Let's go. Ach du Scheiße. Das ist ein Schwertkämpfer hier, ne? Ah, Scheiße, er hat sich groß gemacht. Ach du Scheiße, was war das denn? Nimm das. Und das. Und das. Okay, welchen? Oh, ein Relaxo. Kommt schon. Greif ihn an. Let's go. Danke, Relaxo. Ich habe noch nie Naruto geguckt. Ich kenne mich damit nicht aus. Und yo, jetzt bin ich auch groß. Time. Was ist passiert? Wer hat gewonnen? Sudden Death, okay. Nein! Oh. 8-Player Smash. Dann würde ich sagen, ich nehme mal Luffy. Ja, am besten gegen 10 Randoms. Let's go. Ach du Scheiße. Mit 8 Spielern ist das gerade ein bisschen überladen. Ach du Scheiße, das lässt sich ja gar nicht spielen. Das sind ja nur 5 Frames die Sekunde. Ach du Scheiße, das ist ja richtig katastrophal. Target Smash. Crystal Smash. Was haben wir denn hier? Okay, was ist Target Smash? Achso, okay. Auch wieder alle Ziele zerstören. Okay, so, wen nehmen wir denn hier? Wer ist Lil Luck? Lil Ack? Lil Age? Was, wahrscheinlich, ach, keine Ahnung. Nein! Lil Luck! Lil Luck! Lil Luck! Lil Luck spielt sich gar nicht gut. Wer ist das denn? Kommt mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht mehr, aus welchem Spiel. Ah, okay, er kann zielen. So, ja, let's go. Ja, der Propeller ist auch gut. Hier war doch irgendeine Plattform, ne? Let's go! Geschafft! Das war ja easy. Was kann der eigentlich so? Ah, okay. Ja, der kann schon recht hoch springen auf jeden Fall. Ja, Doppelsprung. Cool. Jetzt sieht er aus wie so ein Marshmallow. Und Smash. Olle! Joa, also ich sehe auf jeden Fall, ich habe da Crystal. So wie Crystal Meth. Sehr flink. Oh, eine schöne Sniper hat sie auch. Nice. Oh, neuer Rekord um ganze 2 Millisekunden. Geil. Crystal Smash. Ha, ja. Diese Witze schreiben sich von alleine. Was soll ich denn machen, ey? Na komm, machen wir mal Crystal mit Crystal. Ah, den kann man auch zerstören. Ah, nice. Okay, Kristalle zerstören ist ziemlich schwer. Ach du Scheiße. Komm schon, Crystal. Und Sniper. 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 Let's go. Noch 6 Kristalle sehe ich hier gerade. Noch 5 Kristalle. So. Okay, gut. Wie mache ich die da kaputt? Wie soll ich den da jetzt kaputt machen? Wenn nicht mal Crystal die Kristalle zerstören kann, dann schafft das Son Goku auch nicht. Oder Inuyasha. Oder Amy. Nein, Amy schafft das schon gar nicht. Egal. Lass uns jetzt mal das Spiel wechseln. Was wäre ich für ein schlechter YouTuber, wenn ich nicht noch ein richtig schlechtes, beschissenes Super Smash Bros. Browser Flash Game spielen würde? Sowas darf natürlich nicht fehlen. Super Smash Flash. One Mode. One Player Mode. Let's go. Regular Match. Stadium Training. Regular Match natürlich. Au. Oh, die üblichen Charaktere wie immer. Fox. Blade. Tails.
Tails, Zelda, so, Blade. Ach du Scheiße, wie kann man sich hier denn bewegen? Was macht Sonic da? Okay. WASD, Case to move your character. Ja, Case to perform moves. Okay. Wie kann man sich bewegen? Habe ich meine Tastatur abgestöpselt? Nein, meine Tastatur läuft noch, aber mein Spieler läuft nicht. Oh, mit den Pfeiltasten. Willst du mich verarschen? Ich spiel das doch nicht mit den Pfeiltasten. Oh, Spring P angreifen. Alles klar. Was passiert hier gerade? Ich mache nichts. Das passiert gerade von selbst. Habe ich irgendwas mit meiner Tastatur gemacht, dass die mich jetzt plötzlich anfängt zu hassen? Ich weiß, ich spiele ein bisschen zu viel Stumbleguys, aber ansonsten mache ich doch gar nichts mit dir. Dann nehme ich mal Kirby. Okay, Kirby. Ah, okay, das kann Kirby. So, Hit Sonic. Kann Kirby auch mal eine andere Attacke machen? Ja, kann er. Nein, was war das? Aber wisst ihr, was mir am meisten Spaß macht? Oh, Samus hört sich am besten an. Sam, 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 sam. Das waren jetzt drei ganz interessante Mario-Fangames auf jeden Fall. Super Smash, Corsado und Project B oder wie das heißt, ne? Das würde ich jedem empfehlen. Und wenn ihr mehr solcher richtig geilen und spannenden Fangames sehen wollt, dann liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das war's dann auch für heute von mir. Euer GameFresh.